Wieso ist den Menschen eigentlich passiert, was ihnen passiert ist? Fragte die liebende Philominia ihre liebste Freundin, die Fledermaus, ist Quirda? Während die Pelze der Dachse vor Hitze knisterten und die Schuppenhäute der Leguane schimmerten, als ob darunter Sterne steckten, fragten viele. Wieso ist den Menschen eigentlich passiert, was ihnen passiert ist? Einige, vor allem Affen, glaubten noch im Frühjahr, dass es vielleicht etwas mit der Liebe zu tun gehabt hat. Ja, das hatten sie nämlich immer am Hals. Den Schmus mit der Liebe. Nichts als Ärger. Uns plagt das, wenn ich das richtig sehe, nicht. Der Löwe, der hatte dem Affen auf allen Foren widersprechen lassen. Wir haben Liebe, so wie wir Sprache haben. Wir nennen es vielleicht anders. Aber es ist dieselbe Leidenschaft. Derselbe Zug zum Schönen. Derselbe heilige, lebensnotwendige Quatsch. Ach du lieber Himmel, das Schöne, richtig. So viel mussten auch die Affen zugeben. Schönheit erzeugt in denen, die nun nach den Menschen die Erde besaßen, dieselben blumigen, käsigen und kosmischen Bewegtheiten und Empfindungen, die sie schon im Menschen erzeugt hatte. Wenn es aber nicht die Liebe gewesen ist, die die Menschen hatte scheitern lassen, warum ist dann ihr lautes, stinkiges, sich alles aneignendes Weltgewohnen so blutig zu Ende gegangen? Noch stand das, was die Menschen waren, in einer Art melancholischer letzter Blüte als Erinnerungen in Texten herum. Die Hoffnung der Menschen. Das größte Talent der genialen Verwüster war verloren. Ihre Zuversicht vergangen. Ihr Ehrgeiz nur noch Spinnweb auf Büchern, die niemand mehr aufschlagen würde. Sie hatten sich auf ihr Haus verlassen, aber es hatte nicht standgehalten. And now there's a moth. She appears fluttering in front of you. If this was a fairy tale, she might want you to follow her. But she passes. She has never been seen before, and never will again. And that's it. Her sole appearance in our human world. And now it's done. What are you doing here anyway in the woods? Ah, well, that is the question. You wanted to think about all the horror. The everyday news. The wars, the guns. The children's tears down ashy faces. The sea creatures tangled in plastic. Did you hear something move out the corner of your eye?